einer der besten Gegenstände der Welt. Und Mira steht dann da, ne? Es steht bei uns so im Bücherregal und sagt, das ist, was sagtest du jetzt nochmal genau? Das ist ein Muss oder ein... Must-Have oder irgendwie... Must-Have, ja. Ja. Warum ist die Disco-Kugel ein Must-Have? Also du hast sie nicht aus Wien mitgebracht. Ich habe sie nicht aus Wien mitgebracht, aber ich habe mal eine aus Wien mitgebracht. Das habe ich als nächstes erzählt, dass ich mal eine Disco-Kugel mit in den oder in den Campingurlaub genommen habe. Das hatte eine längere Geschichte, wir haben das irgendwo gesehen. Und dann habe ich in der Tat eine Disco-Kugel mit dem Flieger damals von Wien mit nach Köln genommen. Echt? Und habe dann da den VW-Bus als meiner geklaut worden ist von meinen Eltern übernommen. Und wenn man mal die Erfahrung macht, mit einer Disco-Kugel im Handgepäck irgendwo lang zu fahren, jeder lächelt einen an, jeder freut sich. Es verbreitet so viel Freude, wenn man mit einer Disco-Kugel jenseits der Disco. Ja, deine Augen haben auch gleich geleuchtet, als du das gesehen hast. Ja. Das war das eine, weil natürlich es ist ein Gegenstand, den man irgendwo zuordnet und wenn man ihn aus dem Kontext nimmt. Dann steht er ja auch fürs Feiern und für Freude und auch fürs Licht. Also jetzt könnte ich mich lange philosophisch über die kleinen... Also unser Thema ist eigentlich Disco-Kugel. Gretchens Gast. Auf mein weißes Sofa eingeladen habe ich mir eine Frau, die mich jetzt schon begeistert. Wir kennen uns nicht, aber sie hat eine Ausstrahlung, die mich total anspricht. Und sie hat viel zu erzählen und sie hat viel erlebt. Wie ja die meisten meiner Gäste. Ich freue mich, dass Mira Ungewitter, sie kommt aus Wien, heute mein Gast ist. Komm zu mir an meine Seite, Mira. Wir wollen sprechen, glaube ich, oder? Das ist der Plan. Wir wollen sprechen. Und du sprichst ja qua Beruf schon sehr viel, Mira. Mhm. Und du hörst auch viel zu. Du bist Pastorin in einer freien Projektgemeinde in Wien. Genau, Projektgemeinde heißt es und es ist eine baptistische Freikirche. Da muss man das ganze Kirchenkladderadatsch so ein bisschen auseinanderhalten, aber es ist eine Baptistengemeinde und die hat den Namen Projektgemeinde. Und innerhalb der Baptisten gibt es aber auch unterschiedliche Vorstellungen, wie man das zu leben hat, an das man glaubt. Also da gibt es ja auch strengere Varianten. Kannst du uns da eine Einordnung geben, wo ihr steht? Das kann ich machen. Das ist auch so ein bisschen der Geschichte geschuldet, wie so vieles. Dass Baptistengemeinden, ich fange mal ganz kurz, ich hole mal ein bisschen aus, sind vor knapp 400 Jahren entstanden, so 100 Jahre nach der Reformation. Und die Leute, die das betroffen hat, die haben sich damals gedacht, das geht uns noch nicht weit genug. Da gab es immer noch eine Unterdrückung, eine ganz starke im englischen Raum, wo die Leute sich nicht frei entscheiden konnten, was sie glauben wollten. Und damit war auch so eine Tauffrage verbunden. Und Baptisten, oder das kommt vom griechischen Baptizein, untertauchen, also eigentlich heißt das übersetzt so wie Täufer. Und da haben sich die Leute damals zusammengetan und haben gesagt, wir wollen eigentlich nicht, dass kleine Kinder getauft werden oder dass es überhaupt eine staatliche oder Vermischung von Staat und kirchlicher Interessenslage gibt. Und daraus sind die Baptisten entstanden, deren Hauptmerkmal ist es eben keine Baby- oder Kindertaufe, sondern so ein bewusstes Ja auf das Ja Gottes, ja, also das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, ja, irgendwie Entscheidung ja, aber da muss auch was anderes passieren, was nicht nur mir obliegt. Und das ist so der Hauptunterschied. Und damit verbunden, auch in dieser Geschichte, die Fragen nach eben Trennung von Staat und Kirche, Glaubens- und Gewissensfreiheit für alle Leute, unabhängig davon, welche Religion sie haben, ob sie eine Religion haben, das starke Eintreten dafür. Natürlich ist die Bibel, wir sind Christinnen und Christen, Richtschnur und da fängt es dann an, kompliziert zu werden beispielsweise. Was heißt das dann? Ja, wie versteht man dieses Buch? Wie geht man damit um? Wir sagen dann auch ganz gerne scherzhaft, gibt es in vielen Kontexten aber auch, zwei Baptisten, drei Meinungen. Und dadurch, dass wir unabhängige Einzelgemeinden haben, die sagen dürfen, ja, auf diese Prinzipien, da sind wir uns einig. Darüber hinaus kommen wir zu unterschiedlichen Erkenntnissen, heißt das bei uns dann immer so schön. Dadurch entsteht eine riesige Vielfalt, ganz viele einzelne Gemeinden, weltweit übrigens die größte Konfessionsfamilie, protestantische, das ist nur in Europa nicht so ganz deutlich. Und dadurch hat man dann, jetzt, ich mag nicht so gerne in Schubladen denken, aber in dem Fall mache ich mal jetzt von ganz konservativ bis ganz progressiv, kann man alles sozusagen sogar auch in einer Gemeinde haben. Wenn es gut läuft, dann hält man einander aus mit diesen unterschiedlichen Erkenntnissen. Aber natürlich hat man tendenziell
Gruppen, wo man jetzt sagt, okay, da ist die Richtung eher so oder eher so. Und meine Gemeinde ist vor knapp 20 Jahren entstanden. Da bin ich nicht mehr mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen, aber auf dem Weg in die Disco vielleicht. Also da war ich noch lange nicht Mitglied oder da in irgendeiner Form involviert. Und ich komme ja ursprünglich aus Köln. Und als die gegründet worden ist von den Leuten, da haben sich 12 Leute hingesetzt und haben gesagt, oh, wir wollen eine Kirche gründen, in der wir wollen, dass alle Leute willkommen sind. Wir wollen, dass unterschiedliche Nationalitäten sich dort zu Hause finden. Wir wollen, dass Frauen in Leitungspositionen von Anfang an akzeptiert sind und dass auch Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung sich auch willkommen fühlen. Und das war damals schon ein revolutionärer Schritt mit. Und das hat sich die letzten 19 Jahre entwickelt. Und jetzt bin ich seit 3,5 Jahren, im Dezember 4, Teil dieses wunderbaren Teams, dieser wunderbaren Gemeinde in Wien. Und Mira, ihr müsst ja genauso wie die katholische Kirche aber auch aushalten. Ich sage das deshalb, weil ich eine gute Freundin habe, die sehr restriktive, sehr unangenehme Erfahrungen mit Baptisten gemacht hat. Mhm. Sie ist bei Baptisten groß geworden und hat daraus Kindheitsgeschichten, die sehr belastend sind. Mhm. Wie gehst du damit um? Also wie blickt dann auch ein gläubiger Mensch darauf, dass es ja immer wieder auch solche, wie würdest du es nennen, Irrläufe gibt? Die gibt es ja eben, wie wir wissen, zu Genüge auch in der katholischen Kirche und in anderen Glaubensgemeinschaften. Mhm. Wie ordnest du das ein? Also als erstes ist es erstmal was mich traurig macht, also weil so von der Perspektive und auch von der Historie her oder von dem, sagen wir mal, dem eigentlichen Kerngedanken dieses, ich nenne es jetzt mal System oder Principles, ist es ja eigentlich was ja gut angelegt ist, ja, Freiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Möglichkeit da auch an zu hinterfragen, ja, also das ist so der Kern, dann finde ich es immer wieder krass. Das gilt aber nicht nur für kirchliche Bereiche, was aus ursprünglich guten Überzeugungen Ideen werden, wird, ja, Ideen kann. Ja, das gilt ja nicht nur für einen religiösen Kontext, ja. Wie dann sozusagen die Revolution ihre Kinder frisst und im wahrsten Sinne des Wortes auch Kinderseelen frisst. Ja. Und wie viel Schindluder dann mit Kinderseelen oder überhaupt mit Seelen getrieben wird, aus Angst, aus Strenge, aus Moralität, Bigotterie, ist immer etwas, was ich sehr traurig finde. Und wenn du jetzt in dem konkreten Fall von deiner Freundin sprichst, dann würde ich natürlich ganz gerne mit ihr reden und gerne den Background auch wissen. Ja? Dann gibt es natürlich auch manchmal auch noch ein bisschen eine Frage, in welchem Kulturkreis auch. Und ja, da müsste man dann hinschauen und auch gucken, okay, was ist da individuell passiert. Genau, und es gehört ja, du kannst darauf antworten, du stellst dich auch diesem Thema, und ich denke, das gehört in der heutigen Zeit auch echt dazu. Es kommt ja an so vielen Stellen so viel hoch, dass man wirklich wach hinschaut und auch das dem Raum gibt, wo auch Schmerz da ist, ja, wo aber andererseits ganz viel wachsen kann. Ja. Ganz, ganz klar, und das ist ja auch ein Teil der Arbeit, auch der meiner Gemeinde und auch dieses Zusatzprojekt, was wir haben, Burning Church, Fest der gefährlichen Ideen, ist genau aus dem Bedürfnis entstanden. Ein guter Freund von mir, Valer, der hat auch Erfahrungen gemacht, jetzt gar nicht so sehr im familiären Bereich, aber oder einige Leute kamen zusammen, die solche negativen Erfahrungen gemacht haben in einem gewissen christlichen Kontext. Also du bist immer wieder auch mit sowas konfrontiert. Genau, die damit, und die haben dann das auf so einen Kernpunkt gebracht, Dinge, die ich in meiner Gemeinde nicht sagen darf, Dinge, die ich in meiner Kirche nicht sagen darf, weil ich dann schon per se auf einmal aus einem Raster falle. Und das ist ja auch was womit wir uns immer jährlich, aber auch darüber hinaus beschäftigen, uns natürlich auch immer selber hinterfragen müssen, was gehört in Kirchen verbrannt, daher der Titel, also was muss wirklich weg, weil es so schmerzhaft und so schlimm ist und nicht dem Besten dient, und was gehört neu entflammt, weil es Freiheit, weil es revolutionär, weil es auf Liebe basiert. Das ist ja so die Flamme des Heiligen Geistes. Genau, das ist so, ne? Genau, das sind so die Gedanken, die da auch hinterstecken oder die uns immer wieder auch antreiben. Und eben halt auch das Kehren vor der eigenen konfessionellen Haustür, nenne ich das mal. Ja? Es ist immer ganz leicht, sich dann nach außen zu lehnen und sagen, oh ja, die Katholiken oder oh ja, die Evangelien. Und
Ich habe gestern in der Lesung auch nochmal irgendwie gesagt, es bringt doch auch nichts, sich gegeneinander auszustechen, ja? Also, sondern auch voneinander zu lernen, natürlich sich auch zu kritisieren, aber eben auch immer mit Blick vor die eigene Tür und vor die eigene, ja, auch in dem Bewusstsein, dass man ja auch mit seinen Überzeugungen anderen Menschen auch verletzen kann. Ja? Ja, und jeder hat ja aus seinem Hintergrund, und das vergessen wir oft, Recht mit seiner Meinung, in dem Sinne Recht, weil es hat einen Grund, warum er sich so verhält. Ich finde es immer ganz wichtig, so im Hinterkopf zu behalten. Ich kann es nicht verstehen, es ist auch vielleicht gesellschaftlich nicht toleriert, aber dennoch gibt es einen Grund, der nicht die Tat rechtfertigt, aber der ein besseres Verstehen ermöglicht. Ja. Vor allem, wenn es um Überzeugungen geht. Also egal welche, ob es jetzt politische, atheistische, religiöse sind, da ist ja dann, es gibt den auf Latein kriegst du jetzt nicht hin, aber die Summe der Theologie ist Biografie, ja? Oder ja. Biografie und Theologie gehen Hand in Hand. Wir werden natürlich durch unser Umfeld geprägt, was nicht ein Automatismus in eine gewisse Richtung bedeutet. Ja? Also ich werde als Pastorin natürlich häufig gefragt, kommt das von deinem Elternhaus? Und da muss ich immer so ein Jein hintersetzen. Natürlich, auf der einen Seite ja, baptistische Mama, agnostischer Papa, katholisches Mädchengymnasium, evangelische Theologie studiert dann später, schon als Folge daraus. Aber es war nicht klar. Mein kleiner Bruder ist genauso aufgewachsen, hat eine ganz andere Interessenslage, hat einen ganz anderen Kontext. Also ich glaube nicht, dass... Ich glaube, wir sind alle von unserer Biografie beeinflusst in unseren Überzeugungen. Aber es gibt da auch keine billige Milchmädchenrechnung. Also gläubiges Elternhaus gleich gläubige Kinder, ja. Und atheistisches Elternhaus. Im Gegenteil, manchmal ist hier die Revolution, genau, immer in die andere Richtung. Da will man sich auflehnen und erzählt seinen 68er Hippie-Eltern, dass man jetzt Pastor wird. Und nein, kannst du nur. Nee, aber es gibt es, ist ja auch so interessant. Ich habe neulich mit einem Freund geredet, der ist bei so Hippie-Eltern groß geworden. Und er sagt, und ich habe immer die Kinder beneidet, die in diesen spießigen Wohnzimmern aufwachsen, ja. Wo man sich so denkt, okay, mit diesen Schrankwänden und so, das ist ja wirklich nicht so sexy. Aber das war dann auch genau das, was er halt nicht hatte. Ja. Das ist halt im Leben so. Wir sind so gestrickt. Ja. Aber was wir beide haben, ist nämlich, du bist nämlich hier ins Studio gekommen und dann hast du was entdeckt hier bei mir. Yeah. Yeah, wir haben da was. Einer der besten Gegenstände der Welt. Und Mira steht dann da, ne? Es steht bei uns so im Bücherregal und sagt, das ist, was sagtest du jetzt nochmal genau? Das ist ein Muss oder ein... Must-Have oder irgendwie... Must-Have, ja. Warum ist die Disco-Kugel ein Must-Have? Also du hast sie nicht aus Wien mitgebracht. Ich habe sie nicht aus Wien mitgebracht, aber ich habe mal eine aus Wien mitgebracht. Das habe ich jetzt nächstes erzählt, dass ich meine Disco-Kugel mit in den, oder in den Campingurlaub genommen habe. Das hatte eine längere Geschichte, wir haben das irgendwo gesehen. Und dann habe ich in der Tat eine Disco-Kugel mit dem Flieger damals von Wien mit nach Köln genommen. Echt? Und habe dann da den VW-Bus als meiner geklaut worden ist von meinen Eltern übernommen. Und wenn man mal die Erfahrung macht, mit einer Disco-Kugel im Handgepäck irgendwo lang zu fahren, jeder lächelt einen an, jeder freut sich. Es verbreitet so viel Freude, wenn man mit einer Disco-Kugel jenseits der Disco kommt. Ja, deine Augen haben auch gleich geleuchtet, als du das gesehen hast. Haben auch geleuchtet. Ja. Das war das eine, weil natürlich es ist ein Gegenstand, den man irgendwo zuordnet und wenn man ihn aus dem Kontext nimmt. Dann steht er ja auch fürs Feiern und für Freude und auch fürs Licht. Also jetzt könnte ich mich lange philosophisch über die kleinen Also unser Thema ist eigentlich Disco-Kugel. Alle wissen ja noch gar nicht, was überhaupt unser Thema ist, aber Zwischenthema Disco-Kugel. Genau. Und wenn man die in den Wald hängt und dann scheint da das Sonnenlicht drauf und es gibt dann so einen eben diesen Disco-Kugelschein, aber nicht in bunt, sondern diese ganzen kleinen Lichterkegel, die so durch den Wald am Meer irgendwie ziehen, dann Grund großer Freude, man trifft viele Leute, die stehen bleiben, viele Kinderaugen leuchten. Ich habe dieses Jahr das Ganze abgegradet, noch mit einer Seifenblasenmaschine und dann ist es, Glamping. Ja, also Freude zu den Menschen bringen, ja. Und ja. Du bist ja jetzt viel auch unterwegs, du erwähntest schon deinen VW-Bus, der spielt ja eine große Rolle. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, Mira, ja. Und zwar ist es erschienen im Herder Verlag, Roadtrip mit Gott. Mhm. Und da bist du jetzt gerade unterwegs und machst Lesungen oder spezielle Veranstaltungen, die rund um dein Buch sich drehen. Genau.
Und dieser Roadtrip, der VW-Bus, ist das jetzt schon lange Begleiter? Das ist alles so ein bisschen eine Mischung aus unterschiedlichen Motiven. Also ich hatte mal einen VW-Bus, der geklaut worden ist, und damit hat meine große VW-Busliebe hat davor angefangen mit dem ersten Roadtrip, den ich mit einem Kumpel mal gemacht habe, in einem T2, so diesem ganz alten Hippie-Bus, orange, Baujahr 75. Oh, da kriegen manche jetzt Leuchten. Ja, genau. Es gibt genau. Ja eine riesen Fan. Das ist quasi, das ist die Disco-Kugel der Autos. So, und auch im Auto eine Disco-Kugel dann? Die ist ja dann halt dabei. Also die ist dann dabei. Die lasse ich dann im Auto. Genau. Nee, die kann man dann irgendwie aufhängen. Und witzigerweise, ich bin überhaupt nicht mit Camping aufgewachsen und so Apartmenturlaub, aber richtig, richtig schön, also auch individueller Urlaub. Dann haben meine Eltern gesagt, Bomira, wenn du 18 bist, kriegst du einen VW-Bus. Und ich so mit 12, 13 so, boah, nee, irgendwie, weiß nicht, konnte ich nicht viel mit anfangen. Dann, nach den ersten Trips ans Meer in die Richtung Surfen, war dann so, oh, das ist ja doch ganz interessant. Und dann habe ich damals, das war so ein bisschen vor Facebook-Zeiten und so, wo man noch nicht sich so 1000 Netzwerken sofort connecten konnte, immer in Köln, so beim Weggehen, wenn man da irgendwie ein paar Leute traf, wo man wusste, die sind auch so die Richtung, gefragt, hey, kann ich eigentlich, fährt einer von euch Richtung Portugal oder irgendwas, kann ich mitnehmen? Und da bin ich dann auf einen jetzt guten Freund, damals flüchtigen Bekannten gestoßen, und er gesagt, ja, ich fahre mal ein paar Kumpels aus München übrigens auch, Münchner Eisbachsurfer, fahren wir alle runter, fahr doch einfach mit uns mit. Am Ende sind nur wir beide übrig geblieben und sind dann 6 Wochen mit dem T2 rumgefahren, und dann kam ich zurück und dann war klar, Mama, Papa, wie war das nochmal mit diesem VW-Bus, den ich immer kriegen sollte? Und so kam es dann später, ich habe den dann halt selbst gekauft, zu dem ersten Bus. Gleich kriege ich die Kurve auch wieder zum Buch. Der ist geklaut worden, großes, großes Drama. Und habe dann später, nicht zuletzt durch die Kombination mit dem Buch, wieder die Möglichkeit gehabt, einen neuen zu haben. Und habe dann mein Karlchen gefunden, das schönste Auto der Welt. Der ist auch so schön, schön lackiert. Und ja, ich habe seitdem trotzdem immer Roadtrips als Urlaub gemacht. Ich empfinde aber auch, diese Form des Reisens, diese Busse, als ein riesiges Symbol der Freiheit, und nicht nur als ein Symbol, sondern auch etwas, was man wirklich spürt, wenn man damit unterwegs ist. Ich weiß abends manchmal nicht, wo ich schlafe. Man kann einfach immer unterwegs sein, einpacken, weiterziehen, also dieses ganz Pragmatische. Und ich finde, es ist ein schönes Symbol, auch für das Buch, A, Freiheit, B, unterwegs sein, Leben, Glauben, all das ist Prozess, das ist alles dynamisch, das ist keine statische Angelegenheit. Und der Bus ist was sehr, sehr Altes, was ja auch der Glaube ist, ist ja auch was sehr, sehr Altes, was gleichzeitig für eine Generation für heute, also jetzt meine ich wieder den Bus, für Freiheit steht. Und ich empfinde ja auch meinen Glauben als etwas, was mal sehr revolutionär begonnen hat, dann durch viele Staubschichten durchgegangen ist, und ich versuche immer, die wieder so wie von so, weiß ich nicht, Kristallstein irgendwie abzuwischen und dieses Revolutionäre daraus zu kitzeln. Und es ist auch für das Buch auch mit einer Metapher. Also es ist jetzt keine Geschichte über einen Roadtrip, den ich als heilige Pilgerreise irgendwohin gemacht habe, sondern ein Bild für das Ganze. Mhm. Ja, und es zeigt ja auch dieses in die Welt hinausgehen und nicht wissen, wie endet der Tag und bei wem und mit wem komme ich in eine Begegnung, zeigt ja auch eine unglaubliche Haltung zum Leben im Sinne des Vertrauens, ja. Und wenn wir diesen berühmten Satz nehmen, ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände ja. von Gott, dann falle ich da rein und was soll passieren, ja, so, ja. Also, und auch dieses, was ich mag, wenn du das so schilderst, dieses Anbinden an unsere Urbewegung als Mensch. Wir waren nämlich ja mal Nomaden, ja, und haben uns in der Welt viel freier bewegt, als es jetzt ist, wo es dann auch noch nicht dieses Feste gab. Ich denke in Besitz und Hab und Gut und diesen ganzen Sachen, ja, finde ich sehr schön und hört sich sehr frei an. Und wir machen jetzt keinen Roadtrip mit Gott, aber weil aus deiner Sicht ja, wie ich dich verstehe, Gott ja auch immer da ist, ist er jetzt auf unserem Couch-Trip auch dabei. Auf jeden Fall. Und jetzt endlich das Thema, ja? Genau. Unser Thema, das wir uns ausgesucht haben, ist Glaube, Liebe, Hoffnung, ja? Und ich habe dann gleich, als wir das Thema so klar gekriegt haben, 2 Assoziationen. Erstens, ich habe ja Schauspiel studiert und komme vom Theater auch. Und da gibt es ein sehr bekanntes Stück von Ödön von Horvath, Glaube, Liebe, Hoffnung.
Und dann natürlich eine Bibelstelle, die darauf verweist. Und ja, das waren so meine ersten zwei Assoziationen. Ja. Sind ja drei starke Begriffe und sind zudem auch noch die Kardinaltugenden. Genau, die ja daraus Kirche. Quasi entstanden sind. Es ist ja also diese Korintherstelle, die dieses aber nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe und die Liebe ist aber die stärkste von ihnen. Und das ist ja das, was sich dann als die Kardinaltugenden entwickelt haben in quasi als Spitze der antiken Tugenden noch so. Genau, und weil es gibt ja insgesamt sieben. Ne? Genau. Das ist ja dann noch die Gerechtigkeit, die Tapferkeit, die Klugheit und die Mäßigung. Ja. Ich müsste jetzt auch noch mal nachdenken. Also aber, so, ja, ich glaube, das sind diese sieben. Ja. Mein Gott, wie tugendhaft wir schon. Ja, sehr tugendhaft. Und ich habe... das Größte ist die Liebe. Du sagtest jetzt schon die Stelle in der Bibel, im Neuen Testament, im 13. Kapitel des Korintherbriefs. Ich möchte daraus, das, was du jetzt gesagt hast, in deinen Worten, ist dann in der, wie sagt man jetzt schnell, 13. Stelle? Kapitel 13, die Verse. Genau. Ich fange jetzt schon von vorne an, aber wir kommen dann in dieses Resümee. Ja. Ich lese jetzt nicht alles, aber doch das, was. Das ist ja schon so oft auch vertont worden. Also ich glaube, das ist so eine der Bibelstellen, die man so mitunter am besten kennt. Viele, oder? Die einfach, ich meine, wir haben jetzt Oktober, die jetzt so durch 18 Hochzeiten mal durch mussten. Da kommt die Stelle auch oft vor. Und dann kommt ganz häufig so, na, schon wieder das irgendwie. Also, aber der Text ist so gut. Der ist so gut. Ja. Also wenn man denkt, man, der ist 2000 Jahre alt und jetzt auch nicht von jemandem verfasst, wo man denkt, das ist ein Ultra-Romantiker oder sowas. Ja, und dann kommt da dieser Text, der ist echt schön. Ja. Das Größte ist die Liebe. Wenn ich mit den Zungen der Menschen und der Engel rede, doch Liebe nicht habe, bin ich ein tönendes Metall oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Prophetengabe besitze und um alle Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben habe, dass ich Berge versetzte, doch Liebe nicht habe, so bin ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeile zur Speise für die Armen, und wenn ich meinen Leib hingebe zum Verbrennen, doch Liebe nicht habe, nützt es mir nichts. Die Liebe übt Nachsicht, in Güte handelt die Liebe. Sie eifert nicht, die Liebe macht sich nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht an. Sie hat nicht Freude am Unrecht, freut sich jedoch an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Ich springe jetzt. Und am Schluss bleiben eben, was du sagtest, jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Am größten unter ihnen ist die Liebe. Ja, also ist schon alles gesagt. Also eigentlich ist es sehr okay, vorbei. Ja, das ist halt so eine unglaubliche Kraft. Glaube, Liebe, Hoffnung. Kommst du auch, Mira, zu dem Fazit, wie hier im Korintherbrief, das Größte unter ihnen ist die Liebe? Mhm. Ja. Würde ich, also weil sie wie der Erdboden des anderen ist. Also ich glaube, das ist gar nicht so gemeint, die Größte irgendwie so, das ist ja kein... Also nichts Hierarchisches. Genau, es ist, glaube ich, nicht das Gegeneinander ausspielen, sondern die Tatsache, dass aus dem heraus ja das andere auch mit entsteht oder dass es in irgendeiner Form auch wieder dynamischer Verbindung ineinander überfließt. Ich glaube nicht, dass damit eine Hierarchie gemeint ist, sondern eine Wechselwirkung. Ja. Und das fand ich ganz spannend, was du jetzt vorher sagtest mit dem Bus und den Begegnungen, dieser Begriff Vertrauen, ja, was wir ja häufig mit Glauben übersetzen, so ich glaube, und in der Wahrnehmung unserer Kultur
ja auch eher damit verbunden ist, ich glaube an etwas, was ich nicht weiß, was ich nicht sehen kann und was ich eigentlich auch für recht unmöglich halte als Definition für Glauben. Und in dem Kontext des Entstehens und auch das eigentliche Wort, was im Griechischen jetzt, dass ich so die Theologie-Nerdin raushänge, ist ja eigentlich Vertrauen. Ja? Eigentlich wäre die passendere Übersetzung, aber nun bleiben Vertrauen, Hoffnung und Liebe. Und das ist ja auch, kann ja nur ein Ergebnis von einer Form von Liebe sein. Ja, also das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel. Naja, und ich finde es auch schön, dass du das nochmal anders aufdröselst mit dem Vertrauen. Weil Glaube hat ja spätestens seit der Aufklärung, seit Immanuel Kant, Sapere Aude, nicht so den besten Ruf. Und ich fand es ganz schön, ich hatte auch ein Interview mit Martin Walser, und er sagte, er ist überzeugt, dass wir mehr glauben, als wir wissen letztlich. Ja? Also, dass wir doch nicht in diesen Gewissheiten uns aufhalten, von denen wir oft glauben, dass wir uns in ihnen aufhalten. Und dass vieles eine Glaubenssache ist, von denen wir aber irgendwie zu unserem Schutz oder zu unserer Illusion der Sicherheit behaupten müssen. Das wäre jetzt so ganz fest gemeißelt. Ja. Und die Wissenschaft zeigt uns ja auch immer wieder, ja, da werden Studien wieder revidiert. Und letztlich, und das ist ja auch das Wunderbare an der Liebe, entzieht sie sich ja allen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mhm. Ja? Ich glaube, das Wort Geheimnis spielt hier eine große Rolle rein. Ja? Mhm. Also dieses sich immer auch annähern um ein Geheimnis. Wenn ich es erklären könnte oder wenn mir auch Leute gerade quasi, das war ja so eine, auch in der Aufklärung so eine Gegenperspektive, dieses Gottesbeweise erschaffen wollen. Ja? Und also ein Gott, der sich beweisen lässt, den gibt es ja gar nicht. Um so ein bisschen bei Bonhoeffer auch zu bleiben, ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Im Sinne von... Obwohl, es wurde ja jetzt das Gottesteilchen entdeckt, ne? Irgendwie wollen es ja schon die Wissenschaftler. Ja, genau. Das ist, also ich würde es nochmal unterschiedlich finden, ob es jetzt die Wissenschaftler wollen oder ob es jetzt ein Haufen frommer Geschwister von mir wollen, die jetzt so, und jetzt haben wir aber was in der Hand. Und ich so, das macht ihn doch kleiner und nicht größer. Ja? Mhm. Also wenn ich ihn in diesen menschlichen Kategorien mir herbei... schaffen kann, wie ich will. Also trotzdem auch diese Spannung von, ich glaube, dass er immer da ist und sich trotzdem auch dessen entzieht. Ja? Also so, ich kann ihn nicht für mich verfügbar machen oder auch ich kann die Heilige Geisteskraft, um auch mal einen weiblichen Aspekt zu bringen, nicht so für mich erspürbar machen, wie ich das gerne hätte. Das ist kein Kopf. Und genau das gehört dazu. Das ist inhärent. Ja? Ja. So, also es muss ich mir entziehen. So rum. Genau. Ja? Und da entsteht ja auch wieder das, um zu sagen, okay, du kannst nicht alles mit deinem Verstand begreifen. Ich finde, ich mag immer auch dieses Staunen, ja, dass ich immer wieder durch die Welt gehen kann und sagen, puh, ja, gerade dieses Phänomen der Liebe, da gibt es ja 100.000 Erklärungen, Forschungen, auch ich beschäftige mich ja viel mit Philosophie und lese da auch viel dazu und bin dann auch immer wieder begeistert von Gedankengängen und dann trete ich aber auch wieder zurück und sage, letztlich bleibt es, genau wie du sagst, etwas, was ein Geheimnis hat und haben darf und soll. Mhm. Weil sonst entwischt sie uns. Ja, sonst verschwindet sie. Und trotzdem darf man den Verstand auch mitbenutzen. Ja? Ich glaube, da gibt es immer so Gegenpole, dass so entweder nur Gefühl oder nur Verstand. Und das ist auch ähnlich, wo ich glaube, es gibt Dinge, die sich mir im eröffnet haben durch das Nutzen. Also auch im theologischen, religiösen, auch in meiner Frömmigkeit, Glauben, wie man das auch immer nennen möchte, die, wo mir eine ganz pragmatische Zugang durch die Sprachen, durch das Theologiestudium, also mit Sprachen meine ich jetzt Altgriechisch, Hebräisch, Latein, wenn man da in Texte reinguckt. Und da gibt es in der, sag ich mal, rationalen Auseinandersetzung, wenn ich eine Predigt vorbereite und mich durch so einen Mini-Text, ja, wenn ich den so gut ich kann, durchdringe, eben vor dem Hintergrund von Dingen, die ich schon weiß, plus zusätzliche Literatur, Philosophie, Theologie. Und dann geht über die Ratio gehen auch Türen auf, die mich dann zu Tränen rühren. Ja? Und dann gibt es wieder Situationen, die haben gar keinen rationalen Hintergrund, wo ich das genauso spüre, also, weiß ich, ein großer Akt der Versöhnung oder wo man irgendeine Form von Liebe im Umfeld sieht, die natürlich nur die Emotionen irgendwie anspringt oder mitnimmt. Ja. Also, aber beides, in beidem muss ich Türen oder Wege oder Landkarten für dieses große
Geheimnis finden können. Und es gibt ja Unterscheidungen, also auch eben im Christlichen. Ne? Da haben wir die Philia, die Agape und den Eros. Genau. Also allein da schon, es gibt ja dann auch noch Caritas, ne? Das ist dann auch wieder dazu zu ordnen. Also man kriegt ja dann, aber schon, je mehr man darüber nachdenkt, auch mal einen wirren Kopf, ja. Und genau. Und dann kann man einer irgendwie ein Glas von See aufmachen, danke. Wegen der Sicherheit. Und jeder gebraucht es ja dann so für sich. Also ich finde, das Schwierige an der Liebe ist, ich meine, es ist ein abstrakter Begriff. Du sagst dem Kind, es ist ein Tisch und irgendwann mal lernt es, dass es ein Tisch ist, ja. Aber sich abstrakte Begriffe, also da mal auch darüber nachzudenken, wie habe ich eigentlich mal einen abstrakten Begriff gelernt? Und Liebe lernen Kinder dann auch irgendwie durch was, was sie sehen, was Eltern vielleicht sagen oder was behauptet wird, die lieben sich. Und dann ist das vielleicht eine ganz schreckliche Partnerschaft, ja. Also wo es dann auch dazu kommen kann, dass ich assoziiere, ich werde geliebt, wenn ich bestraft werde. Solche Sachen, ja. Und das ist so schwierig mit diesem Liebesbegriff, dass wir ihn erstmal so loslösen von allem, was da drauf ist auch. Ja? Und jeder ja schon aber mit seiner Projektionsfläche von Liebe da reingeht. Ja? Also wenn wir von Liebe reden, wir ja sehr schnell in so einem partnerschaftlichen Liebeskonzept sind. Ja? Und ich meine, du hast es ja gerade selber schon gesagt, überhaupt erstmal, und das meine ich mit dem Sprachenreichtum, Eros, Philia, Agape, also oder Agape, je nachdem, das allein ist ja schon mal aufgedröselt, ja, also Philia, die Liebe unter Freunden, Eros, die erotische eben eher, die partnerschaftliche Liebe, die, ja. Und auch die Liebe zu einer Idee ursprünglich, ja, gell? Der Eros war ja auch früher, auch die Philosophen haben den praktiziert, also ich kenne das auch, ein Eros für eine Idee zu haben. Und die Agape, was ja auch in dem Text ist, den du gelesen hast, das ist ja auch, obwohl er ja für Hochzeiten so oft benutzt wird, es ist ja kein Text, der jetzt die romantische oder freundschaftliche Liebe meint, sondern quasi versucht, diesen Überbegriff natürlich von auch göttlicher Liebe, ja, weil wir schaffen es ja gar nicht, egal wie sehr ich jemanden liebe, meine Liebe stößt trotzdem irgendwann mal an eine Grenze, wo sie eben auch nicht mehr alles hofft und nicht mehr alles erträgt und wo sie sich aufbläht und also es ist ja ein Ideal, von dem man hofft, dass in der Form, wie wir lieben, immer ein Tropfen dieser Originalliebe mit drin ist. Ja, das ist, wenn man sich den Text jetzt nimmt und dem jetzt seinen Partner auf der Hochzeit zuspricht, muss man schon sagen, schwierig, hohe Erwartungshaltung. Sondern es ist wie ein Spiegel des, lass uns so nah es geht darauf hinarbeiten. Ja, da kann man doch hinwachsen, ja. Ja, also so nah so hinwachsen, reinwachsen und auch die Entlastung gleichzeitig zu haben, dass sie so groß ist, dass du dich dich so reinwachsen kannst, ohne dass du sie erfüllen kannst und musst, ja. Aber weißt du, ich finde es so schön, Mira, dass du das sagst, weil ich kenne das. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei Max Frisch oder bei anderen gelesen habe und irgendjemand hat es gesagt und ich erinnere mich nicht dran, dass dieses Christentum mit seiner Forderung dieses dauernden Liebens auch eine radikale Überforderung ist, wo der Christ sich dann auch immer wieder schlecht fühlt und sagt, jetzt konnte ich nicht so toll lieben, wie Jesus das kann, um das jetzt mal so lax zu formulieren. Und du gibst dem Ganzen da jetzt aber auch eine Erleichterung hinein. Und ich denke, du kennst aber sicher Menschen, die da auch so einen Ehrgeiz haben, jetzt da besonders christlich und liebevoll zu sein. Ja. Ja. Aber es ist lustig, dass eigentlich schon der Ehrgeiz dem Konzept ja widerspricht. Richtig. Ja, also da fließt nichts. Ne? Da fließt nichts. Und Liebe kann ja auch nur dann Liebe sein, wenn sie passiert und nicht, wenn ich sie... Also sie treibt mich ja trotzdem an. Und natürlich ist die Hoffnung eben gute Taten das Nächste. Ja, aber wenn das nicht aus Liebe heraus geschieht, sondern wenn ich es tue, um dahin zu kommen, dann ist der Motor und das Ziel miteinander vertauscht. Ja? Also durch das Gefühl, geliebt zu werden, hoffe ich, weiterzuleben. Ja? Also das weiterzutragen. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss das machen, um mir Liebe zu erarbeiten, dann ist das System auf der falschen Seite vom Pferd gefallen. Ja? Also natürlich ist es immer ein bisschen motivgemischt, muss man auch sagen.
aber... Ja, und auch verbunden noch mit dem Jenseitsglauben. Also es gibt es ja noch im ganz Alten, dass man dann denkt, man kommt in die Hölle oder jüngstes Gericht, was ist da los? Also das gerade ältere Menschen binden sich da auch oft an. Ich höre das jetzt in meinem Alter nicht mehr so oft, aber... Aber das gibt es und ich kenne viele Leute, die das auch in der Form predigen, eben mit Angst, Gericht. Ja, jetzt könnten wir ja noch einen extra Podcast darüber machen, was heißt eigentlich Gottes Gericht, was heißt überhaupt Gerechtigkeit im christlichen Kontext. Es gibt übrigens einen super Vortrag von Siegfried Zimmer, Worthaus, der das nochmal sehr schön aufdröselt, dass das, was wir, wenn wir Gerechtigkeit sagen, und wir haben Justitia vor Augen, ne, die Dame mit den verschlossenen Augen, mit dem Schwert und der Waage, zu Strafen bereit, ist ja, dass der ursprünglich im hebräischen Kontext der Begriff Strafe gibt es fast so in der Form gar nicht, wie wir das empfinden, sondern eher Konsequenz. Mhm. Und dass das, was immer und Gottes Gericht kommt, wird immer in den Worten von Gnade, Barmherzigkeit und Heilung und nicht von Strafe in den ursprünglichen Texten gesehen. Und erst dieses Wort Justitia, was dann im Lateinischen reinkommt mit unserer Vorstellung, hat dieses große Strafempfinden aufgemacht, ja, und aber weißt du, oh Gott, da könntest du ich meine gerade im besten Sinne meine ich das, liebe Mira, weil ich kenne das auch, dass man an die Bibel auch in der Originalsprache rangeht und da gehen einem nochmal ganz andere Augen auf, ja? Ich finde es nämlich sehr schön, was ich mir gemerkt habe, und du darfst mich natürlich korrigieren als Expertin, dass es, wenn Adam und Eva dann sie erkannten sich, dass das auch ein Synonym für Liebe ist. Also sich wirklich Sex. In der Welt... Ach so, für Sex. Ich habe das etwas pathetischer verstanden. Oder etwas emotionaler. Ja, und sie und ich meine, das ist doch eigentlich ein total schönes Wort. Also ich meine, ich finde das eine extrem schöne Beschreibung, wenn wir sagen, irgendwie man schläft miteinander. Und also ich meine, im Idealfall wird der ja weniger geschlafen. Ja. Und da finde ich diesen Begriff, Der Sinnlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt eine ganz andere. Ich erkenne jemand anderen. Das ist schon ganz großes Sinneskino. Ja? Diese Sprache Hebräisch funktioniert ja eh viel mehr über das Beschreiben von Dingen. Ja? Ein Vogel ist kein Vogel, sondern ein Flügelwesen. Ja? Also so dieses so Malen mit der Sprache. Und da finde ich dieses Erkennen, aber natürlich in dem Kontext. Also sicherlich auch von Liebe. Aber das ist ja da impliziert dann natürlich, dass ich die Sexualität dann lebe. Und dadurch, ich meine, wenn man das auch mal so mit bedenkt, bei allem, was ja immer, viele rennen ja zur Paartherapie, weil sexuell das und das nicht geht, weil diese Tiefe vielleicht, weil man sich das so schwer heutzutage anbinden kann. Man ist dann so im Alltag und diesem ganzen Stress. Aber in diesem erkannten sich steckt ja so viel. Also ich finde das so wunderschön einfach auch formuliert. Ja. Ich finde es auch wunderschön formuliert. Und dennoch, ohne jetzt einen ganz großen Haken dran zu machen, wenn man jetzt so gerade in die antiken Zeiten guckt, ist jetzt ja auch romantische Liebe jetzt auch, glaube ich, nicht. Da reden wir auch in einer Zeit, wo Leute nicht immer zwangsverheiratet wurden, aber wo schon die Familien viel miteinander mitgeredet haben, wo es gelegentlich zumindest die Möglichkeit gab, Nein zu sagen, so auch in den biblischen Geschichten, dass man Nein sagen kann, aber irgendwann muss man halt schon Ja sagen. Und ich glaube, dass das Liebe zu allen Zeiten schwer war, nur immer unter anderen Umständen auch schwer war, also auch partnerschaftliche Liebe. Ja, heute in dem Kontext der Freiheit, des Vergleiches, das sind andere eheliche Sorgen als ein Paar von vor 2000 Jahren. Und trotzdem finde ich es spannend, dass immer wieder Gedanken, aber dieses Erkennens und der Liebe zwischen Menschen, welche Orientierung auch immer, es schon immer gegeben hat. Ja? Also dieses Argument, romantische Liebe ist ja erst seit dem und dem irgendwie ein Konzept, wo ich denke, ja, ist doch schön, dass wir das jetzt machen können. Also wenn das so als negativ empfunden würden, denke ich so, ja, wohin wollen wir denn zurück, liebe Leute? Wach sein für das alles. Genau. Ne? Das sind diese Mechanismen, die gibt es auch bei der romantischen Liebe. Aber ich danke dir auch sehr, weil das vergisst man auch immer wieder, dass wir auf alles, nicht nur jetzt auf diese Bibelstelle, sondern auf die historischen Ereignisse immer von heute so gucken. Und dass man, ich finde das auch immer ganz schwierig dann überhaupt, und ich da eine Beurteilung zu kommen und vielleicht lieber auch wieder zurückzutreten und zu sagen, puh, ja, wie will ich das? Ich habe jetzt dieses Wissen, ich habe ja hier jetzt meinen ganzen Kontext, und deswegen vielen Dank auch für den Hinweis,
dass man zwar jetzt dieses Wort nimmt und ich bette es aber sofort ein, was ich ja auch gerade gemacht habe, in meine Vorstellung von diesem Erkennen. Ja. Das ist ja auch total okay. Also das finde ich ja genau richtig. Und da sind wir fast wieder bei der Disco-Kugel, ja, die diese ganzen Sprengler auf den Boden irgendwie macht. Das ist auch ein schönes Bild. Du hast eine Lichtquelle, von der was ausgeht, oder eine angestrahlte Quelle, die wiederum das Licht in unterschiedliche Fragmente und auch Größen irgendwie bündelt. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Bild auf der Ebene. Deshalb bleibt es ja trotzdem Licht und es bleibt ein Erkenntnispunkt, aber man kann die Perspektive mal ein klein wenig wechseln. Ja? Das ist ja vollkommen legitim, so einen Text zu lesen und den auch für sich einfach in seiner Form des Denkens und Fühlens einzubauen. Und trotzdem kann es hilfreich sein, auch nochmal eine andere Perspektive mit drauf zu haben. Ja? Ich meine, das war jetzt eine relativ harmlose Stelle, aber es gibt ja auch Sachen, wo es sogar sein muss, dass man das von der heutigen Perspektive sieht, damit man zu dem Kern durchdringt. Ja? Und, aber das geht uns allen so und das finde ich auch okay. Aber es hilft, die Sachen sich von unterschiedlichen Punkten anzuschauen. Ja, ich finde es wunderschön, weil du zeigst mit allem, was du sagst, wie jemand an Gott angebunden ist, wie er da tief verbunden ist und gleichzeitig diesen Freiraum hat, was über viele Jahrhunderte nicht war und den auch weitergibt, ja, dass das einfach jetzt hier so ankommt, ja, wo wieder ganz strenge Gläubige sagen würden, jetzt gibt es da auch wieder so freie Interpretationen und jeder macht das, wie er will. Ne? Also das hört man ja auch oft, Leute basteln sich jetzt ihren Glauben. Ich weiß nicht, ob das wirklich so, geht es nicht darum, sich anzubinden? Ich weiß immer nicht mit diesem Basteln. Wenn man wirklich tief verbunden ist, kann man es doch für sich so in den Kontext benden, wie man das möchte, oder? Oder ist es zu libertär gedacht? Ich glaube, da liegen jetzt in den Begrifflichkeiten schon ganz viele Schlüssel. Zum einen, interpretieren ist ja etwas, was man in diesem Kontext so als lapidar, ne? Das ist dann irgendwie, jeder interpretiert das so, wie er will, als ob das Interpretieren oder der Perspektivenwechsel etwas Schlechtes wäre. Und das ist ja etwas, wenn ich Bibeltexte beispielsweise interpretiere, da setze ich mich ja nicht hin und sage irgendwie, ich finde das jetzt aber schön, das passt mir besser in den Kram, sondern ich bleibe ja bei einer Richtschnur, ja, oder bei einem Maßstab, der Begriff Kanon kommt da ja auch her, also Bibelkanon, ein Maßstab, wie man diese Bücher zum Beispiel aneinander gereiht hat, und die ist ja nicht vom Himmel gefallen, das Buch, sondern da haben sich ja mal Leute hingesetzt und haben gesagt, so, das müssen wir jetzt mal aufbewahren und das nehmen wir zusammen, was wäre auch wieder ein neuer Podcast. Wenn ich aber interpretiere, auch für Predigten, das ist ja mein Job, mache ich das ja anhand, in dem Versuch von Dingen, die Hand und Fuß haben, die einen Sinn ergeben, wo ich aber in den historischen Kontext einsteige, mir Begrifflichkeiten angucke, versuche, die Erkenntnis meiner Gefühlswelt mit der zu kombinieren. Ja, wenn ich mir eine Maria von Magdala angucke, natürlich denke ich auch in meiner Gefühlswelt. Wie ist das, wenn ich im Dunkeln auf dem Friedhof bin? Wie ist das, wenn ich alleine am Grab bin? Das wäre offen. Also da nehme ich mich ja mit meiner Perspektive mit rein und versuche dann anhand einer überzeugenden, auch wissenschaftlichen, natürlich geisteswissenschaftlichen Form einen Zugang zu finden und nicht einfach irgendwie zu sagen, also gefällt mir besser. Ja? Ist ja genauso, unser Rechtssystem wird ja auch interpretiert. Ja? Man nimmt sich ja auch Anwälte und die Leute versuchen das anhand der Texte und einer Sachlage zu einem Ergebnis zu kommen. Also auch wenn der Vergleich jetzt ein bisschen hinkt. Aber so, deshalb würde ich dieses Interpretieren gar nicht so negativ bewerten, sondern schauen, dass das, was man hat, und jetzt sind wir bei Rückbinden, ja, so kann man den Religionsbegriff ja auch übersetzen, genau. Religare. Ich binde mich an etwas zurück. Es gibt auch diesen Zugang von Wiederholen. Also ich kenne so mich sofort 5. Klasse Gymnasium. Es gibt so zwei Ansätze. Es gibt dieses, was ja auch religiös ist, so Liturgie. Ich wiederhole immer wieder was. Ja, Bauernreligionen von früher. Du musst jetzt dreimal um den Topf gehen und das Wasser so und so schütten und sonst passiert was Schlimmes. Ja, das ist dieses auch religiöse Denken, was sich immer wieder in Kulten widerspiegelt. Aber dieses, ich binde mich an etwas zurück, ja, dann sind wir auch wieder beim Vertrauen. Und ich habe mich mal mit dem Kardinal Schönborn unterhalten dürfen, Wiener Kardinal, der hat die Frage gestellt bekommen, was ist denn die Religion Gottes? Und
hat er eine Andacht zugehalten und er hat gesagt, er glaubt, dass Gott der Ursprung allen Fragens ist, aber er könnte die Frage nicht beantworten. Ich kann die Frage auch nicht beantworten, aber mir fiel dieser Begriff sich zurückbinden an, ja, auch in Bezug auf Gott. Und woran glauben wir dann als Christinnen und Christen, dass sich Gott in dieser Person, Jesus Christus, in diesem extremen kopfexplodierende Vorstellung, Gott wird irgendwie Mensch, bleibt irgendwie Gott und irgendwie Sohn und Vater und alles zusammen, aber dass er in diesem, was da auch immer, wie man es zusammenfasst, passiert ist, sich ja an die Menschheit auf eine ganz gewisse Art und Weise wieder zurückbindet, Adama, hebräisch Menschheit. Und das finde ich einen spannenden Gedanken. Also diese Rückbindung von uns in die eine Richtung, aber auch die Rückbindung eines Gottes, dieses Geheimnisses Gottes an die Menschheit. Jetzt haben wir uns so drauf gestürzt von allen drei Begriffen und die anderen sollen ja jetzt nicht als Stief- und Waisenkinder behandelt werden, aber die Liebe hat sich so in den Mittelpunkt oder wir wollten irgendwie daran, das ist halt diese große Anziehungskraft. Jetzt gibt es von allen drei Begriffen eine, mit dem ich mich am schwersten tue und das ist die Hoffnung. Ja? Weil ich irgendwann mal so für mich diesen Hoffnungsbegriff so ganz explizit dauernd durchgedacht habe und habe gedacht, der ist halt auch, also er hat mehrere Komponenten, die ich schwierig finde, weil hoffen kann ja auch bedeuten, ich bin ganz fatalistisch und ich mache gar nichts und ich im besten Fall auch in diesem Sinne, jetzt fällt mir diese, wie heißt das, Gott, dass man es Gott überlässt, wie er das dann regelt. Ja, ja so ein göttlicher Fatalismus irgendwie. Ne? Ja, also so ein göttlicher Fatalismus. Ja. Ich überlege gerade, wie dieser Satz heißt, kommt auch aus dem Glauben, aber fällt mir jetzt nicht ein. Und Hoffnung bedeutet aber auch, und zwar nehme ich das an diesem Beispiel, also mir ist das aufgefallen, als ich also heute habe ich echt laut vor irgendwie Namen, wie heißt denn dieses, das ist so eine amerikanische Serie, so Kino-Trilogie oder vier Teile sind es, mit diesen Jugendlichen, die sich gegenseitig bekämpfen müssen und einer bleibt übrig. Das hab ich nicht gesehen. Mit der Katniss, Jennifer Lawrence spielt die Hauptrolle. Ja, genau. Ja. Danke, genau. Ja. Hunger Games. Ich bin auch so bei Harry Potter und Herr der Ringe hängen geblieben. Das war irgendwie, das hat mein Leben so sehr verändert. Ich brauche die Hunger Games, brauche ich noch im nächsten Jahr, glaube ich. Aber das ist schon eine harte Nummer, weil ich bin irgendwie so sensibel mit solchen Sachen. Und ich bin dann irgendwie eine Woche lang in den Träumen nicht rausgekommen aus diesen Hunger Games. Also das, ich kann auch sagen, die gucke ich nicht mehr und Sachen, wo ich einfach weiß. Und das ist dann nicht lustig, weil du wirst ja immer verfolgt und alle drängen ja darauf, zu gewinnen und die anderen dann zu beseitigen und zwar sprichwörtlich oder tatsächlich zu töten. Und da dachte ich mir, du kannst ja Leute nur in die Hunger Games schicken und in den Krieg, wenn du ihnen sie ausrüstet mit der Hoffnung, Leben zurückzukommen. Und das finde ich so tricky und so gemein an der Hoffnung, dass sie mir das Gefühl gibt, ich bin der Einzige, der überleben wird, ich komme aus dem Krieg wieder heil zurück. Und das mag ich an Hoffnung eben ganz und gar nicht. Kannst du damit was anfangen? Ich sortiere mich gerade so ein bisschen, weil ich glaube, ich von einem ganz anderen Hoffnungsbegriff herkomme. Ja, genau. Genau, also ich habe jetzt gerade überlegt, also zuerst habe ich jetzt erstmal überlegt, bei diesem Kriegsvergleich, ob das der Fall ist, also ob so Leute, die dann das dahingehen, auch diese Hoffnung haben, eben auch entgegen der anderen hoffen, ja? Also aber so, ich gehe doch nicht hin und denke mir, ja, ich werde eh sterben. Das kann ich mir doch nicht vorstellen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Jetzt frage ich mich aber, ob irgendwie, da müsste man vielleicht mal irgendwie mit einer Soldatin und einem Soldaten sprechen, ob das was ist, was man irgendwie mit einkalkuliert oder nicht. Also das ist jetzt nicht ganz so mein, so dieses... Ich weiß da auch zu wenig. Da weiß ich habe es mir einfach so vorgestellt, super, super spannend. Also du kannst nur losziehen mit der Hoffnung, wieder zurückzukommen. Ich finde es noch viel fatalistischer, dass man Leute in den Tod schickt mit der Hoffnung, also nicht mit der Hoffnung, dass da etwas kommt, das finde ich ja gut, da bin ich ja quasi der oberste Fanclub mit für, aber
die Hoffnung dazu missbraucht, Leute in den Krieg zu schicken. So, also so, ja, also, weißt du, also so meine ich es auch. Das finde ich eher schlimm, ja. mit dem, dass man sagt, naja, und selbst wenn ihr sterbt, dann ist ja eh gut. Also ich finde den Shinto da mit der Hoffnung auf so vielen Ebenen Dinge auch zu ertragen, ja, das ist ja auch ein sehr... Genau, man erträgt ja auch in der Partnerschaft, man hofft, es wird alles besser. Mhm. Und die Hoffnung ist das, was einen die schlimmsten Sachen aushalten lässt. Ob das immer so gut ist, frage ich mich dann schon. Genau, und da ist, glaube ich, genau die Frage, wo werden welche Hoffnungsworte reingesprochen oder nicht. Wenn jetzt Leute schon am Boden sind und wenn wir jetzt so eine Situation haben, weiß ich, die Flüchtlingsschiffe, jetzt sind die Leute gerettet worden. Ich glaube, dass dort Worte der Hoffnung und es geht weiter... ganz, ganz notwendig sind, wenn sie in die richtige Richtung gehen. Weil wenn man dann die Hoffnung aufgibt, sich selber aufgibt, das einfach ganz negativ ist. Wenn ich dieses Bild der Hoffnung, oder vielleicht ist es auch Optimismus, da kommt es mal auch noch. Ich wollte gerade sagen, ich würde lieber ich gebe dir einen anderen Begriff der Zuversicht. Ja, aber ich glaube, und dann ist Hoffnung ist zu schwach. Ja, in dem Wortfeld, wie wir sie benutzen, jetzt sind wir nämlich wieder bei der Elpis im Griechischen und die Elpis im Griechischen wäre nämlich das, was du Zuversicht nennst. Also das wäre wieder dieses, es ist ein Ticken stärker als dieses, ich glaube, regnet es morgen, ja oder nein. Ja, oder mit überhaupt der Vorstellung dahinter. Ja? Die Hoffnung in diesem Text meint nicht, ich weiß nicht oder lass mal schauen, sondern es gibt da diesen durch alle Fragezeichen tingelnden Vergleich, der ist süß, dass wenn du beim Essen einen kleinen Löffel siehst, dann hast du den Nachtisch noch nicht gesehen, du weißt aber, dass er kommt. Also das ist so die kleinen Propheten, das ist ein bisschen billig, aber es geht so ein Ticken in die Richtung, wo wieder diese Symbiose von Liebe und Vertrauen eine positive Kraft nach vorne der Zuversicht erschaffen, die man natürlich nicht dazu benutzen darf, um Leute in den Krieg zu schicken oder um Leute Situationen, die sie ändern können, aushalten zu können. Aber in Gefängnissen, in Krankenhäusern, in Situationen, wo es vielleicht ausweglos scheint, du aber einen Motor brauchst, da Hoffnung entweder selber zu haben, weiterzugeben oder zu empfinden, das ist für mich Hoffnung. Da kommt dieser Aspekt rein. Und jetzt nicht. Aber das hat mehr Stärke, wenn du das sagst, ja? Also ja. Das ist wirklich, also insofern ist es ja ganz gut, diesen Begriff zu untersuchen, genau. Weil er hat Schwachstellen und tatsächlich, wenn ich jetzt in einer Situation bin, die einfach nicht schön ist und immer diese Hoffnung und ich lasse mir alles bieten dann, genau. Und es gebe ja auch keine Aktivisten, ja? Dann kann genau. Ich ja auch sagen, okay, genau. Alles, ich hoffe, dass die Welt schon sich ändert. Aber die Aktivisten machen es ja auch auf die Hoffnung hin und deshalb muss Hoffnung ja auch ein Motor sein, deshalb muss Gebet ja auch ein Motor sein, eben nicht zu sagen, ich lege die Hände hoch, sondern da sind wir beim guten Luther gerade auch im Aktivismusfeld und wenn ich weiß, dass die Welt morgen untergeht, pflanze ich heute noch ein Apfelbäumchen. Also so in die Richtung, ja. Und ja. Also sie richtet uns auf, genau. Und sie hilft uns, dass wir weiter am Ball bleiben. Dass du weiter am Ball bleibst. Und trotzdem gibt es vielleicht auch mal ein hoffnungsvolles Mittagsschläfchen, wo man auch mal sagen kann, so ich kann jetzt gerade auch nicht mehr und lass mich auch in etwas zurücksinken. Also ich glaube, der Mensch da muss auch mal Pause haben dürfen in der Form oder auch mal eine Phase im Leben haben können. Auch schön. Wo er es vielleicht nicht kann und dann hoffentlich auch getragen wird. Ja? Und dann wieder rauskommt. Ja? Also dieses so, du kannst die Hoffnung auch nicht befehlen. Ja? Das ist ja auch nichts, wo du sagst, jetzt hoff mal. Das ist so wie, ach so, konzentrier dich mal. Oder so. Ich meine, wenn ich das könnte auf Knopf drücken, wäre ja schön. Ja? Aber ich kann mich in dieses Setting vielleicht auch so ein bisschen reinfühlen, arbeiten ist so ein blödes Wort, aber auch wieder versuchen, Perspektiven zu schaffen, sowohl in der Rückschau als auch in der Vorschau. Wo ist man schon durchgegangen? Aus welchen Erfahrungen hat man schon gezehrt? Ja? Aus welchen Erfahrungen im Glauben? Wo war ich vielleicht schon mal an so einer Stelle? Und wo ist jetzt vielleicht auch mal Aushalten angesagt? Und wo auch nicht? Wo müssen auch Sachen wo auch gerade, weiß ich, Beziehungsebene, wo man sagt, nee, ich hoffe jetzt halt nicht, dass sich das alles ändert, weil es tut es nicht. Daher muss ich mich ändern und ich muss die Situation ändern. Und mit ich muss mich ändern, meine ich jetzt nicht so eine kleine Haltung von, ich muss es jetzt noch mehr verbessern, damit der andere, sondern okay, wenn wir jetzt irgendwie an den Punkt kommen, wo wir feststellen,
es geht nicht mehr, darf ich nicht die Erwartungshaltung an den anderen richten, dass er sich ändert, sondern muss ich irgendwann für mich die Mündigkeit und die Verantwortung übernehmen, aus der Situation rauszugehen. Danke, dass du das Wort nämlich Vertrauen oder Verantwortung eben sagst, weil das kann ja auch dazu führen, dass ich völlig in eine Verantwortungslosigkeit komme, wenn ich immer nur hoffe, ja. Und irgendwie, also ich spüre ja auch, also ermächtigen ist vielleicht jetzt nicht so ein schönes Wort, weil die Macht da wieder drin ist, aber ich befähige mich zu einer Kraft, wenn ich jetzt das viel aktiver angehe und nicht nur, einerseits mag ich jetzt, weil darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass Hoffnung einem die Atempause auch mal geben kann in all diesem Aktionismus oder indem man etwas macht, gerade Menschen, die Visionäre sind, die sich für was engagieren und dass man dann sagt, der Faden geht schon irgendwie weiter, aber andererseits zu viel zurückgezogen sein, ja, das lässt dich dann auch wieder schwach fühlen, ja. Ja, und eben diese Wechselwirkung, sich auch mal schwach fühlen dürfen, ist ja auch was anderes als schwach gemacht werden. Ja? Also und da sagen, bleiben. Ne? Genau, und da bleiben, zu sagen, boah, heute fühle ich mich aber auch irgendwie schwach und hoffnungslos und das alles. Und das auch, das ist auch okay, weil das passiert einfach nun mal. Und dann, aber nicht, weil da irgendwann, du bist klein und schwach und nichts wert. Ja, da gibt es auch ganz, ganz gruselige religiöse Strömungen, die ja eben so agieren, dass sie die Menschen klein halten oder klein machen müssen, um dann daran die Größe Gottes klar zu machen. Ja, aber wenn es einen Gott gibt, dann hat er das sicherlich nicht nötig. Mhm. Deshalb ist die Gegenposition sicherlich Überheblichkeit, aber ein gesundes Maß der eigenen Erkenntnis, der eigenen Befähigung, der eigenen Möglichkeiten, Empowerment etc. und aber auch so dieses, ich muss auch nicht alles schaffen können. Ja. Ich habe da eine wunderbare Professorin an der Uni, Frau Professor Gebhardt, die sagt uns angehenden Pastoren und Pastoren immer, sie sind nicht der Messias. Sagen sie es immer wieder, sie sind nicht der Messias, sie brauchen die Welt nicht retten, sie ist schon gerettet. Was kein Aufruf daran war, zu sagen, lassen sie jetzt mal alles gleiten, aber dieses, tu, was du kannst und gib auch dem Raum, was darüber hinausgeht. Und das ist, glaube ich, auch eine Dynamik, ist auch, auch ein Weg, ja, und das ist, weiß ich nicht, was eine Erfahrung, die ich auch selber immer wieder mache, so dieses, ich tue, so gut es geht, in die Richtung, das hoffentlich Beste, was geht, auch in meiner Schwachheit, Fehlerhaftigkeit und hoffe ja trotzdem auf eine Kraft, die darüber hinausgeht, ja. Wir haben am Wochenende haben wir darüber geredet und da fiel mir ein Bild ein, wie ich als kleines Kind Fahrrad gefahren bin und ich drehte da so mein kleines Fahrrad die ganze Zeit und wenn es dann den Berg hochging oder auch so, vielleicht war es mein Papa dann einfach noch nicht schnell genug, hat er ab und zu so mit der Hand so einmal in den Rücken und hat das dann ein bisschen angeschubst und hast du so einen Schwung bekommen und du hast ja deine eigene Kraft trotzdem in dieses Rad investiert und trotzdem hast du einen Schwung bekommen. Ja? Das ist vielleicht so ein Bild, was ganz banal ist, aber was meine Hoffnung ist, dass da ein Zusammenspiel von Dingen passiert. Ja, und dass man schon hofft, dass man einfach gehalten ist. Ja. Oder lieber die Gewissheit. Also ich bin mehr für diese Sicherheit, dass man es vielleicht weiß, obwohl es eigentlich ein Glaube ist, aber dass man in sich selber das verankert hat. Mhm. Ja, das finde ich sehr stark. Und du hast ja vorhin schon zu dem dritten Begriff unseres Gesprächs, dem Glauben, gesagt, dass es ja ursprünglich mehr um Vertrauen geht. Lass uns da noch hingucken. Warum ist es überhaupt eben so eine wichtige Sache, dieses Vertrauen zu haben? Also klar könnte man jetzt sofort die Antworten finden, aber nochmal zurücktreten. Ohne Vertrauen? Oder lass es uns so aufziehen. Wie kann ich leben, wenn ich kein Vertrauen habe? Dann wäre jetzt so meine erste Assoziation, ich müsste mich immer verschließen, ich müsste immer vorsichtig sein, ich könnte auf nichts zugehen. Wenn wir Kinder anschauen, die gehen ja unmittelbar auf die Sachen zu. Ja? Also ob das immer mit Vertrauen zu tun hat, weiß ich nicht. Also ich sage immer bei mir, weil ich war immer schon neugierig als Kind und bin es geblieben, ja, dass meine Neugier immer größer ist als die Angst. Ja. Ja? Und ja, vielleicht hat es aber auch mit Vertrauen zu tun, ja, dass mir schon nichts passiert. Ja,
ohne jetzt groß Werbung für das Buch machen zu wollen, genauso beginnt dieses erste Kapitel mit, ich kann das alleine, und die Neugier, die mich dann stürzen lässt und mir diese Narbe auf dem Schlüsselbein verpasst hat. Und ich würde sagen, mein Resümee später, das war natürlich nicht das Resümee von mir als Fünfjährige, war, aber ich vertraue nicht, also meine Neugier war nicht nur groß genug, im Sinne von, dass mir nichts passiert, sondern es war mir vielleicht sogar egal, dass mir was passieren könnte. Also dieses, man muss ja gar nicht mit der Neugier negieren, dass nichts passieren kann, sondern das vielleicht auch in Kauf nehmen. Ja? Dass, aber man will es wissen. Was man will es wissen, du gehst das Risiko ja auch ein. Genau. Sonst ist es ja gar kein, ist ja gar kein Akt. Also das ist ja wie auch der Begriff von Mut. Ja? Also Mut ist ja nicht das, weil man keine Angst hat, sondern das, was du machst, obwohl du Angst hast. Genau. Und da spielt ja auch dieser Neugierbegriff, wie wir ihn gerade verwenden, ja auch mit rein. Und trotzdem das Vertrauen, dass es irgendwie eingebettet ist. Also das wäre für mich jetzt mein persönlicher Zugang. Dass es trotzdem in irgendeiner Form am Ende gut ausgehen muss, auch wenn man fällt, auch wenn man stürzt. Und da wäre dann für mich auch nochmal dieses grundsätzliche Vertrauen in die Welt, in Menschen, in Dinge, die passieren. Und dann auch nochmal die Frage auf dieser Textebene, Gottvertrauen, was aber auch ja wieder alles miteinander einhergeht, ja, auch mit dem Gottesbild, was ich habe. Habe ich, wie verstehe ich ein Gottesbild von einem Gott, der mich metaphorisch aufs Wasser, ja, komm du auch hier raus, ja, also der mir auch was zutraut. Aber das ist doch, was, ja. Oder? Im Johannesevangelium mit dem, wo die dann alle schlafen und der Sturm da auf. Ja, komm, Stürme, schlafen. Das ist ja, eigentlich dieses Bild. Ne? Genau, das ist dieses Bild. Oder auch dieses vielleicht auch bekanntere Bild des Petrus, so komm zu mir auf das Wasser heraus, du Kleingläubiger. Ja, also, so kleingläubig ist er ja gar nicht. Er geht dann ja auch erstmal raus und erst so im Gehen denkt er sich so, was hier los irgendwie, und dann sinkt er wieder ein und wird ja dann, und dann sag ich so, komm, du zu wenig Vertrauen, da komm mit rein irgendwie, also ist ja auch die Frage, wie lese ich es irgendwie. Und oder ganz kurz noch, weil das liebe ich, ist Lazarus, ja, das ist ja auch so, also Lazarus, ich sag's mal jetzt so, Lax, stell dich nicht so an, ja, du kannst... Glaube daran und... gut, Lazarus ist ja schon erstmal hin. Aber der Jesus sagt doch, steh auf und geh. Oder? Nee, Lazarus ist der vom Tod auferweckt wird. Und du meinst den mit dem steh auf und geh, da gibt es mehrere Geschehen. Genau, aber das ist so oder so. Das ist ja immer das, auch ganz spannend in diesen Geschichten, dass das ja immer... Dass immer Vertrauen mit reinspielt. Ja, und aber auch eine Dialogform. Dass das ja ganz häufig ist, möchtest du überhaupt geheilt werden? Möchtest du das und das? Also, dass da so ein bisschen so eine zum Teil auch Augenhöhepartie stattfindet. Gibt es dann 1000 Untersuchungen, ob dann Selbstheilungskräfte angeschlossen wird und. Das ist auch, also da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Aber dass da überhaupt... Ich meine, das ist eine blöde Frage, möchtest du geheilt werden? Natürlich möchte ich geheilt werden irgendwie. Und gleichzeitig agiert dann in dem Fall... Der Krankheit in diesem Teich dann auch eher mit erstmal einer langen Diskussion, und das ist dann auch immer wieder ganz spannend. Man muss diskutieren. Aber das bedeutet ja auch, doch, das passt zu diesem Vertrauen, dass ich nicht unbedingt das automatisch immer habe, sondern dass ich es mir vielleicht dialogisch erarbeiten kann. Das ist zumindest... Erarbeiten ist vielleicht auch so ein großes Wort. Ja. Aber dann wieder die Rückbindung. Ich genau, kann in dieses Vertrauen kommen. Erfüllen, zurückkommen. Dann ist natürlich auch die Frage, das darf man ja auch nicht unterschätzen, wie viel Urvertrauen kriegt man zum Teil von zu Hause. Das sind wir wieder, ne? Bei diesen Kindheits... Bei den Kindheitssachen, ja. Ich kann jetzt ja auch gut reden, wenn in der Form, wie ich aufgewachsen bin. Das kann ich ja jetzt nicht jedem Menschen überstülpen, der, weiß ich, wenn man davon ausgeht, da bin ich auch keine Spezialistin, was Menschen zum Teil schon Mutterleib mitkriegen oder, dass man da jetzt ein anderes Vertrauensbasis aufbringt. Und hoffentlich ist es trotzdem kein auswegsloser Weg. Ja? Und da sind wir dann auch, weiß ich, bei Kierkegaard oder anderen, das Leben, was in der Rückschau auch nach vorne hin verstanden werden kann, die Richtung. Genau. Ich hatte noch dieses Bild von dem Ruderer, der quasi mit dem Blick nach hinten vorwärts rudert. Ja? Also nicht, dass ich immer glaube, dass man nur nach hinten schauen muss, aber dass man aus dem, was einem schon widerfahren ist, dass es auch eine Möglichkeit ist, Kraft für neue Sachen auch schöpfen zu können oder auch Vertrauen schaffen zu können.
Meistens, manchmal. Mhm. Also, dass man manchmal auch schnell vergisst, was auch schon Gutes passiert ist. Ja, das ist ja auch so, auch bei Achtsamkeit, ja, oder Dankbarkeit. Das sind ja auch alles Begriffe, die auch heute eine Rolle spielen. Schreib's dir mal auf, mach dir mal klar, dass man ein Bewusstsein schafft. Und ich glaube nicht, dass man sich Vertrauen selber erarbeiten kann wie eine Klassenarbeit oder so, aber dass man sensibel dafür werden kann, dass man da Räume schafft, das ist vielleicht eine Sache, die... Ja, und es verändert sich ja auch bei manchen Menschen. Ja? Einerseits, du sprichst das ja an, es gibt ja diesen psychologischen Begriff auch des Urvertrauens, wenn alles so passt und ich mich aufgehoben fühle als kleines Kind schon, als Säugling. Und manche haben es nicht oder es verändert sich mit dem Alter. Ich stelle ja auch auf Facebook immer als das Gretchen Fragen und habe neulich gefragt, wie hast du es damit, anderen zu vertrauen? Mhm. Und da kam ja auch ein ganz bunter, sehr lebendiger Strauß zusammen. Und einer schrieb, dass er halt im Laufe seines Lebens gelernt hat, nicht mehr zu vertrauen. Also das gibt ja auch diese vielen Enttäuschungsgeschichten. Ja. Mhm. Immer wieder. Und ich denke, ist das nicht eine Aufgabe, auch so schwer es fällt und jeder so seine Geschichten hat und die man auch gut verstehen kann. Also ich verstehe es für mich so, immer wieder neu aufzubrechen, jeden Tag. Genau, ja. Ja, zu diesem Vertrauen hin. Ja. Ich könnte es mir anders auch gar nicht vorstellen, weil du musst ja auch im Kleinen vertrauen. Da denkt man vielleicht nicht so drüber nach. Aber dass der Busfahrer mich da auch wieder dahin bringt und nicht irgendwie jetzt wie wild umeinander fährt oder gegen die Hauswand fährt oder so. Ja, da denke ich zwar nicht so aktiv darüber nach, aber ich muss dauernd ja vertrauen. Ja, ja. Ich bin da voll bei dir. Also für mich ist das ja auch bei vielen Sachen, auch beim Reisen. Ich empfinde Reisen als eine enorme Vertrauensschule. Auch VW-Bus fahren ist eine enorme Vertrauensschule. Ja? Wenn du, da kann immer irgendwas passieren. Ja? Und dann ist die Frage, was empfindet man überhaupt als schlimm? Also wenn ich jetzt eine Panne habe, dann denke ich mir, boah, solange jetzt niemand verletzt ist, finde ich erstmal eine Menge nicht als schlimm oder irgendwie machbar. Also ich habe aber auch immer so ein lösungsorientiertes Köpfchen, okay, was ist das Schlimmste, was passiert, ich rufe den RDC an, ich komme da heute Abend nicht mehr an, geht die Welt davon unter, nein, okay, weiter geht's. Also so, das ist so ein Aspekt. Und dann natürlich gibt es auch Begegnungen, die schieflaufen oder enorme Vertrauensbrüche, die eine ganze Vita aus dem Gleichgewicht bringen können. Aber es gibt auch, ich weiß nicht, wie viele Mitfahrer ich irgendwie allein im letzten halben Jahr mitgenommen habe, wo dann auch jeder sagt, Mira, wie kannst du nur? Und dann denke ich mir so, ich kann nicht mit dem Grundvertrauen durch die Gegend laufen, dass alle scheiße sind. Ja. Das geht nicht. Also Ich bin da auch so bei dir, weil ich weiß gar nicht, wie soll man dann leben? Ja, oder weiß ich oder natürlich... Oder überhaupt in die Begegnung gehen. Genau, dann natürlich lasse ich irgendjemanden dann irgendwie auf einer Couch pennen bei mir, den ich nicht... Also jetzt nicht jeden Tag. Und es gibt auch ein Bauchgefühl, wo ich auch sage, hier habe ich ein besseres, hier habe ich ein schlechteres. Aber ich kann... Und ich weiß nicht, ob da kann man zum Schluss noch so ein feministisches Thema was aufmachen. Ich kann vor allem nicht in dieser Grundhaltung durch die Gegend laufen, dass ich mehr auf mich aufpassen muss und mich ganz vielen Situationen entziehen muss, weil sie gefährlich sind, zwischenmenschlich gefährlich sind. Und das sehe ich nicht ein. Und vor allem dieser Rückschluss. Super. Und vor allem dieser Rückschluss. Und wenn dann was passiert, bist du es halt irgendwie auch selber schuld, so nach dem Motto. Ja. Dann denke ich so, nee, niemand hat das Recht, mir irgendwas zu tun. Und erst recht nicht, wenn ich ihm Vertrauen Vorschuss gegeben habe. Aber ich kann mich auch nicht jeder Situation entziehen in der permanenten Angst. Da könnte jetzt irgendwie was Dramatisches passieren. Und es gibt es tatsächlich schon so, ja, da gibt es ja auch Studien dazu, dass man schon Sachen anzieht, die man geistig jetzt dauernd mit sich verhandelt, ja. Und wenn ich gar nichts weiß, also ich bin ja auch manchmal in fremden Städten und kenne nicht jede gefährliche Gegend oder informieren, kann man jetzt echt super naiv nennen, aber ich marschiere dann durch die gefährlichsten Gegenden ganz entspannt und es passiert nichts. Und ich glaube, das hat schon damit zu tun, weil ich es halt jetzt gerade nicht weiß und mir nicht dauernd erzählen kann und ich dauernd denke, welcher Typ kommt jetzt aus der dunklen Ecke gekrochen und haut mir einem was drüber. Ja. Und auf der anderen Seite, mir sind auch schon Dinge passiert in Köln vor der Haustür, ja, wo eigentlich alles sicher ist und dann passieren auf einmal Sachen. Also da muss man ja auch mal aufpassen, dass man dann nicht so einen Mechanismus draus macht, naja, dann, also ich bin da voll bei dir, weil ich das genauso gemacht, weiß ich, wo ich in Brasilien rumgelaufen bin, ich war mit 19 alleine in Honduras und auch nur mäßig vernunftbegabt. Und alle sagen, Kind, was hast du? Und alle sagen, Kind, ohne Handy, ohne Smartphone und
solche Geschichten, keine Ahnung, kam irgendwie, stand irgendwann mal in Brasilien unter dem Schutz von einem Drogendealer, mit dem ich mich so ein bisschen auf Spaß unterhalten habe, an so einer Kneipe, weißt du, ein bisschen so, wie ist Köln am Kiosk? Ja, und was machst du denn? Mit christlichen Mission gearbeitet, alles klar, ich fasse keine Ahnung, und dann stehst du da so, kriegst noch auf der Rolex ein bisschen Koks angeboten und denkst, nee, danke, aber ich nehme noch ein Bier. Und also, ja, sowas kann auch wirklich schief gehen, aber so wie es sich damals ergeben hat, hat es sich halt irgendwie ergeben und ich sitze ja hier. Also, ja, also das ist, ich finde auch, also dieses Ganze, ich meine, natürlich würde der, oder was heißt natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass der nicht mehr vertraut, auch die Lebensqualität für ihn dann sinkt, ja weil er hat halt dann viel Angst. Und da jemanden auch, das wünsche ich auch euch da draußen, die ihr jetzt zuschaut und nicht mehr Vertrauen habt, der irgendwie einen Weg wieder zu finden. Ja. Hast du eine Idee dazu? Wie kann das funktionieren? Es ist einfach dann wieder dieses, eigentlich muss ich es einfach wieder wagen, so banal es ist, oder? Ist ein Abenteuer. Also Vertrauen ist auch ein Abenteuer. Mit der Gewissheit, dass das schief gehen kann. Das kann ja auch Gelassenheit schaffen, dass man weiß, okay, es gibt beide Wege. Das nehme ich noch, ne? Genau. Vielleicht auch realistischer hinzugucken, es kann mich, ich finde das gar nicht resignativ, es kann mich halt jeder auch enttäuschen. Ja. Ist doch nicht so schlimm. Und auch mal zu hinterfragen. Ich merke mal jetzt, wir enttäuschen auch andere. Ja, und das ist ja auch eine Frage. Mhm. Und dann ist trotzdem die Tatsache, wo ich meinen Fokus drauf lege, das schult auch meine Wahrnehmung. Ja? Wenn, also das gilt ja nicht nur für diese Vertrauensfrage, das gilt ja für ganz vieles. Und wenn ich nur Schlechtes erwarte, dann ist auch alles, was mir passiert, unter der Brille des Schlechten, ja, also wie eine Sonnenbrille mit einer Färbung. Das ist ja dieser Rosenthal-Effekt. Ja, genau. Du schaust dir das an und natürlich hat das alles mehr Gewicht. Ja? Je glücklicher und je vertrauensseliger, das ist natürlich wieder die Frage, wie kommt man da hin, ich da durchgehe, dann denke ich, ach ja, dann habt ihr mir einen Euro zu wenig gegeben, ist doch nicht so schlimm. Oder ich mache daraus, der wollte mich bescheißen, und das ist der ganze Tag und ein ganzes Weltbild irgendwie gelaufen. Mhm. Und vielleicht hatte der auch wirklich nur einen schlechten Tag oder hat es wirklich nicht gemerkt. Der, oder warum wollte er es vielleicht machen? Also alles auch nicht so persönlich nehmen. Genau. Den Satz habe ich mal gelernt im Schauspielstudium, nimm die Sachen nicht so persönlich. Ja, weil jeder hat ja wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt, seinen Grund. Und schön, dass du das auch nochmal darauf verweist, dass wir es ja selber in der Hand haben, ob wir da eine große Geschichte draus machen, ob wir da ganz lange und bewusst in eine Opferhaltung gehen müssen oder nicht. Aber andererseits bin ich auch immer dafür, schon dem Schmerz seine Würdigung und seinen Raum absolut zu geben. Ne? Schmerz, nicht einfach drüber zu gehen. Nee, Schmerz braucht Würdigung, Trauer vergeht nur durch Trauern. Mhm. Und ein Begriff würde ich noch einwerfen, auch Vergebung. Und ich meine jetzt nicht billige Vergebung, sondern auch dieses Loslassen für sich selber. Ja? Also es ist ja nicht nur, dass ich jetzt jemanden freispreche und sage, das war alles gar nicht so schlimm oder so, und das lässt sich auch überhaupt nicht erzwingen, aber auch das Loslassen für sich selber. Und da kann man sich zum Beispiel, was ja auch eine Sache ist, also auch mal Vorbilder suchen. Ja? Da kann man auch mal in eine Richtung reinlesen. Da gibt es bestimmt auch Online-Sachen, wo man einfach mal schaut, wie gehen Leute, die vielleicht auch durch Schlimmeres gegangen sind oder durch Ähnliches gegangen sind oder gehen, damit um und warum finden einige oder über was finden einige Leute einen Weg zurück in Situationen. Ja? Also ich glaube, Vorbilder, Orientierungshilfen an Personen, an Menschen, an Geschichten können ein schöner, stimmt, weil da gibt es ja genug Bücher. Sich Hoffnung leihen, sich auch manchmal Worte leihen, die Haltung leihen und vielleicht eines Tages in sie hineinwachsen. Ja. Ich finde ein wunderbares Vorbild und sie wurde dafür angefeindet, für vergeben, für verzeihen. Sie ist jüngst verstorben, Eva Moses Kohr, die mit ihrer Zwillingsschwester bei den damals in der Nazi-Zeit bei den Experimenten von Mengele dabei war. Und die hat, wie viele Jahre ist das her? Ein paar Jahre beim Gröning-Prozess demjenigen die Hand gereicht, der für so viele Morde verantwortlich war. Und dafür wurde sie angefeindet, dass man sowas nicht vergeben kann. Und sie hat gesagt, doch, weil sie ist sonst gefangen. Und sie ist immer noch angebunden an die Nazis, wenn sie nicht diesen Schritt geht zur Vergebung. Ja. Und dass die das kann. Und sie war selber, wurde misshandelt und all diese Sachen, finde ich, also hat mich sehr beeindruckt.
Weil es ja auch die komplette Perspektive ändert. Du bist kein Opfer mehr, sondern du bist... Genau. Das hat sie für sich erkannt. Ja, und das kann man auch niemandem vorschreiben. Das muss, egal in welcher Situation, ob wir in dieser höchsten Dimension sind, wie bei ihr, oder in der kleinsten Dimension, das braucht auch Zeit und Geduld. Ja? Also das ist ja auch was, wir wollen ja immer alles sofort, sondern dieses auch Räume dafür schaffen und geben. Man darf es niemandem aufzwingen, aber eben, wenn man sich dann so jemanden anschaut und so jemanden versucht auch mal zu erspüren, mir fiel jetzt auch gerade noch Hannah Arendt ein, irgendwie in dem Kontext der Banalität des Bösen und dieses auch nochmal eine andere Perspektive darauf finden. Gab es aber auch viel. Genau, ganz viel daran, aber genau. Ist ja auch noch mal eine andere Geschichte, als was du jetzt gesagt hast. Aber der Gedanke fasziniert, ja, auch dieses Basic, halte eine Meile mit, halte die andere Wange hin, kann ja auch als sehr quasi Bückling verstanden werden oder auch als Situation der Größe, weil ich auf einmal wieder Entscheidungsträger bin, ja, dieser noch einen Tick weiter auch zu gehen. Kann auch ganz fatal sein, sicherlich, aber mit dieser Aussage kann man sicherlich viel Gutes und viel Schlechtes auch bewirken, aber daran hole ich mir ein Stück Autonomie auch zurück. Genau. In der Situation, ja. Und die Balance aber auch zu halten, weißt du, Mira, weil einerseits die Würdigung für das, was mir angetan wurde oder worunter ich jetzt gerade leide, aber ich finde gerade bei diesem Beispiel Eva Moses Kohr, mir hat es geholfen zu sagen, okay, jetzt bin ich wegen sowas nachtragend und diese Frau hat diese Größe, das zu schaffen. Also mir hilft es, das in Relation zu stellen. Genau. Ja? Das meine ich auch mit Vorbildern. Ja. Also diese so Ausschau halten. Ja, Ausschau halten ist vielleicht auch was. Schauen, was gibt es denn noch? Wovon kann ich auch lernen? Ja, jetzt sucht man ja immer so ein Stichwort, wenn man so ein Gefühl hat. Ich weiß ja nicht, welches Gefühl du hast, weil ich habe jetzt gerade das Stichwort Lernen. Es kam in mich rein und ich habe so ein Gefühl, jetzt könnten wir so einen Ausklang unseres Gesprächs finden, wenn das für dich auch stimmig ist. Habe ich von dir jetzt und von jedem, der zu mir kommt, wieder viel gelernt. Und ich denke, euch ergeht es ähnlich, die ihr da draußen uns zugesehen habt. Vielen Dank, dass ihr uns auf diese lange Gesprächsreise mitgefolgt seid. War ganz schön lang, glaube ich. Ja, wir wissen es jetzt gar nicht. Wir haben keine Uhr hier. Wir lassen uns überraschen, wie lang das jetzt war. Schreibt uns Kommentare zu unserem Gespräch, Zustimmung, Widerspruch, alles ist erlaubt, eure Erfahrungen auch. Mira, hast du noch was dir am Herzen liegt, was du noch loswerden willst? Ich glaube, ich habe so viel gerade geredet. Ich glaube, manchmal ist es auch gut, wenn man einfach dem Weiter- und Nachdenken Raum gibt. Mhm. Vielen Dank. Ich habe mich sehr wohl gefühlt an deiner Seite mit dir. Ich glaube, liebe Hoffnung zu gehen. Und alles, was wir so angesprochen haben, Link zu deinem Buch, auch verschiedene Gruppen hast du angesprochen. Wir sammeln das mal alles noch, Mira, und setzen es in die Infobox. Danke. Vielen Dank, Mira Ungewitter war heute Gretchens Gast. Oh, war doch schön.